Moin. Und? Wie war die Nacht? Na, tschüss. Ja? Beschissen war heute Nacht richtig. Das ist ja wirklich alles, was man braucht, oder? Ja. Man zieht ja von A nach B und von B nach C. Also man ist ja immer nur unterwegs. Jedenfalls früher war es so. Heute ist das so, dass man irgendwo die Knochen kaputt hat und nicht mehr kann. Und dann heißt es, ade schöne Welt, es muss sich festmachen. In einem vernünftigen Zustand. Ja, ist sehr gepflegt, siehst du. Das ist eine Einraumwohnung, die dann meist über eine separate Schlafnische verfügt. Das ist dann ja, dieser das, Bereich. Ja, das, da haben wir ein Problem. Ja, warum? Weil ich bin 16 Jahre ungefähr auf der Straße. Mhm. Immer an der frischen Luft. Also das heißt, ich brauche eine Wohnung, wo A, das Schlafzimmer ein Fenster hat, um immer frische Luft zu haben. Das ist auch dadurch, dass ich, der jahrelang draußen lebt und immer Wind um meine Nase hatte und plötzlich in so eine Wohnung reinkommt und die Wohnung ist warm, dann kriege ich auf der Bronchien Schwierigkeiten und dann geht mir Schweißausbrüche rüber und dann ist das weg. Dann laufe ich aus der Wohnung raus, weil das ist nichts für mich. Sie kriegen ja schon Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Denn ja, das ist Schwierigkeiten kriege ich, das weiß ich. Ja, schwierig ist erstmal, sagen wir mal, dass man Licht hat, dass man Wasser hat und die anderen Sachen, die man nicht kennt, also nicht lange kennt, weil man hier jahrelang auf der Straße lebt, sind das alles neue Gebiete. Und das ist irgendwo beklemmend auch. Das ist der erste Moment, auch die Angst, die man hat eigentlich. Die Angst ist da, dass man irgendwie versagt. Weil ich ja schon alles mitgemacht habe, was auf der Straße schieflaufen konnte. Und deswegen macht mir das Straßenleben nicht Spaß, aber ist irgendwo doch mein Leben.